seit ich in der Genossenschaft jetzt so aktiv bin, laufe ich tatsächlich viel rum und denke mir, boah, wieso ist auf dem Dach eigentlich noch keine PV? Man sieht ja leider in Nachrichten immer das, was falsch läuft, und das demotiviert einen irgendwann. Und ich versuche lieber wieder mehr Zeit darauf zu verwenden, aktiv irgendwo eine Veränderung herbeizuführen in den Bereichen, wo ich was verändern kann. Und in Karlsruhe gab es bis letztes Jahr keine einzige Bürgerenergiegenossenschaft, die unseres Erachtens nach super wichtig sind, um die Energiewende voranzutreiben. Wir haben deshalb gesagt, wir gehen es an und haben uns mit den Nachbarenergieagenturen auf die Suche gemacht nach ganz vielen engagierten, ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern. Und daraus hat sich dann eben diese Gründungsgruppe der Genossenschaft gebildet. Und in innerer Gemeinschaft, wenn man dann merkt, Mensch, es gibt noch ganz viele andere, die denken genauso und die denken auch, wir müssen da vorankommen, dann ist das viel einfacher. Dann entwickelt es ja auch so eine Dynamik. Seit 9.12. sind wir offiziell in der Gründungsphase. Und jetzt sind wir alle sehr froh, dass wir die Verträge hier unterschrieben haben und kurz davor stehen, hier auch eine Anlage auf dem Dach zu haben, dass der erste Karlsruher Bürgerstrom dann auch tatsächlich ins Netz kann. Die Stadt Karlsruhe hat ja das ambitionierte Ziel, bis 2030 300 Megawatt Peak zuzubauen. Das wird die Stadt alleine nicht schaffen. Zum einen fehlen da die Leute, zum anderen fehlt auch das Investitionskapital. Und da kommen wir dann eben ins Spiel, dass wir zum einen Leute haben, die sich ehrenamtlich auch einbringen und eben die Bürger sich daran beteiligen können. Und so hoffen wir, dass wir doch der Stadt da auch einen guten Schub bei der Erreichung der Klimaziele mitgeben können. Wir haben da so viele Bereiche, die Engagement brauchen, dass jeder, der möchte, da auch was einbringen kann. Und da ist es völlig egal, aus welcher Vorkenntnis man kommt.